Freiburg im Breisgau, eine grüne Stadt im Schwarzwald. Die Innenstadt selbst ist ruhig. Durch die Straßen fließen Stadtbäche, die sogenannten Bächle. In der Fußgängerzone teilen sich Fußgänger, Radfahrer und die Straßenbahnen den Platz. In diese Richtung wurden bereits Ende der 1960er Jahre die Weichen gestellt. Entgegen dem damaligen Zeitgeist der autogerechten Stadt wird eine Beibehaltung der Freiburger Straßenbahn beschlossen, vor allem um geplante Neubaugebiete anbinden zu können. Im Jahr 1971 werden die ersten achtachsigen Gelenkwagen GT8 von Dybak beschafft. Es handelt sich hierbei um Sonderkonstruktionen, die speziell für Freiburg entwickelt werden. Um möglichst enge Gleisradien befahren zu können, sind zwei Drehgestelle unter dem mittleren Wagenteil platziert und nicht wie bisher üblich unter dem Gelenk. Gegen die Stimmen der Kritiker, die aufgrund der Kosten nochmals eine Umstellung auf Busbetrieb vorschlagen, wird im Jahr 1972 endgültig der Generalverkehrsplan beschlossen. Er sichert die Zukunft der Freiburger Straßenbahn langfristig. Bereits im November wird die Kaiser-Josef-Straße autofrei und, das ist neu, die Straßenbahn ist in der Fußgängerzone ebenfalls unterwegs. Ab dem Jahr 1978 wird die Straßenbahn zur Stadtbahn. Es erfolgt der Spatenstich für die Neubaustrecke nach Landwasser. Parallel werden bei Dybak 10 weitere Gelenkzüge bestellt, die jetzt als GT8K bezeichnet werden. Sie sind bis in die 2020er Jahre unterwegs. Bei der Frage nach der Streckenführung der Stadtbahn in der Innenstadt geht Freiburg neue Wege. Der bisher gelebten Praxis, Stadtbahnen im Innenstadtbereich im Untergrund verschwinden zu lassen, möchte Freiburg nicht folgen. Stattdessen wird eine Stadtbahnbrücke, auch als Stühlinger Brücke bekannt, gebaut. Sie quert den Freiburger Hauptbahnhof oberirdisch und kann auch von Fußgängern und Radfahrern genutzt werden. Am Hauptbahnhof selbst gibt es direkte Zugänge zu den Bahnsteigen und damit kurze Umsteigewege. Die Eröffnung erfolgt im Jahr 1983. Die Erhöhung der Fahrleitungsspannung von 600 auf 750 Volt wird vom Fahrgast sicher kaum zur Kenntnis genommen, wohl aber die Umstellung des Liniennetzes und, auch das macht vieles einfacher, die Einführung von Linienfarben. Und noch etwas ist neu. Die Stadtbahnstrecke bis zur Padua-Allee wird nicht nur auf einem eigenen Gleiskörper geführt, es wird auch erstmalig Rasengleis eingesetzt. Das sieht nicht nur schön aus, es reduziert auch deutlich den Schienenlärm und ist darüber hinaus gut fürs Stadtklima und wegweisend für Neubaustrecken in anderen Städten. Noch weitreichender ist die Einführung des Umweltabonnements im Jahr 1984. Eine Idee, die aus Basel in der Schweiz stammt. Statt einer persönlich ausgestellten Monatskarte mit Passbild gibt es eine übertragbare Umweltschutzmonatskarte, die einfach weitergegeben und von jedem benutzt werden kann. Und dazu noch günstiger ist als die bisherige Monatskarte. Der Freiburger Verkehrsbetrieb VAG und auch der Verband VÖV lehnen dies ab. Schließlich war gerade geplant, den Preis von 51 auf 57 D-Mark zu erhöhen. Dennoch beschließt der Gemeinderat die Einführung des Tickets und eine Preissenkung auf nur 38 D-Mark. Großer Verfechter der Umweltkarte ist Heinrich Breit von den Grünen. Und der Erfolg wird ihm recht geben. Direkt nach der Einführung der Karte im Oktober 1984 steigen die Fahrgastzahlen um 12%, im Jahr darauf sogar um 23%. Trotz des deutlich günstigeren Ticketpreises verzeichnet der Verkehrsbetrieb deutliche Mehreinnahmen. In nur 4 Jahren steigt die Zahl der Abos von 60.000 auf über 300.000 an. Der Trend zu den Umweltabos ist auch in anderen Städten nicht mehr aufzuhalten.
Überrollt vom Erfolg. Die immens wachsenden Fahrgastzahlen sorgen dafür, dass aus Stuttgart 10 zusätzliche GT4-Wagen übernommen werden müssen. Die in Freiburg liebevoll als Spätzlehobel bezeichneten Fahrzeuge verstärken den Verkehr in Doppeltraktion, während die Freiburger GT4 nur einzeln unterwegs sind. In Halberstadt, wie hier zu sehen, sind GT4 aus Stuttgart und Freiburg noch heute erhalten. Im Jahr 1986 wird die Neubaustrecke zum Friedrich-Ebert-Platz eröffnet, was eine Führung von 2 weiteren Linien über die Stühlinger Brücke am Hauptbahnhof ermöglicht. 1990 beginnt das Niederflurzeitalter in Freiburg. Es werden neue, auf dem GT8K basierende Wagen beschafft, die mit Niederflurmittelteil ausgestattet sind, die GT8N. Aber nur eine von 5 Türen ermöglicht hier einen ebenerdigen Einstieg. Bereits 4 Jahre später nehmen die neuen Niederflurwagen GT8Z ihren Betrieb auf. Sie sind ebenfalls Spezialentwicklungen für Freiburg und werden ebenfalls von DUEWAG gebaut. An 3 von 4 Türen verfügen sie über Niederflurbereiche. Das entspricht einem Niederfluranteil von 48%. Die Wagen sind zudem als Zweirichtungsfahrzeuge ausgeführt. Nun folgt eine Reihe von Streckeneröffnungen Schlag auf Schlag. 1994, Neubaustrecke nach Haid. 1997, Neubaustrecke ins Rieselfeld mit einer Wendeschleife um ein Wohngebäude, das als Tramturm bezeichnet wird. 2002, Neubaustrecke nach Haslach. 2004, Neubaustrecke zur Johanneskirche. 2006, Neubaustrecke nach Vauban. Der Stadtteil Vauban ist größtenteils autofrei geplant. Alle Wohnstraßen sind verkehrsberuhigte Bereiche und Autos dürfen nur kurzzeitig zum Be- und Entladen abgestellt werden. Zum Parken stehen den Bewohnern 2 Parkhäuser am Rand des Stadtteils zur Verfügung. Neben der Anbindung durch die Stadtbahnlinie 3 steht auch die Radvorrangroute FR7 in Richtung Innenstadt zur Verfügung. Die Stadtbahnstrecke, für die 30 Millionen Euro veranschlagt werden, kostet mit 18 Millionen nur knapp mehr als die Hälfte. Und auch neue Fahrzeuge gibt es. Bereits ab 1999 werden 9 Siemens Combino Basic mit 7 Wagenteilen ausgeliefert. Weitere Combino Advanced stehen ab 2004 zur Verfügung, gerade rechtzeitig, bevor die Combino Basic aufgrund von Konstruktionsmängeln aus dem Betrieb genommen und vom Hersteller überarbeitet werden. Und weiter geht's mit den Neubaustrecken. 2014 öffnet die Strecke nach Zähringen und verlässt erstmalig das Freiburger Stadtgebiet. Die Wendeschleife liegt zum Teil in Gundelfingen. . 2015 wird der erste Streckenabschnitt zur Technischen Fakultät eröffnet. Nun folgt die Inbetriebnahme bis zur Wendeschleife Messe. Bei Großveranstaltungen genutzt wird die Haltestelle am Stadion. Ansonsten wird sie nur stadteinwärts bedient.
Bemerkenswert ist die Führung der Strecke im Einschnitt wegen des nahegelegenen Flughafens. Linie 5 wendet am Europaplatz. Allerdings ohne Wendeschleife, weshalb hier nur Zweirichtungsfahrzeuge zum Einsatz kommen. 2023 wird die aus der Komturstraße in die Waldkirchener Straße verlegte Strecke eröffnet. Auch für diese Neubaustrecken wurden neue Fahrzeuge beschafft. Zum Zuge kamen deutschlandweit erstmals das spanische Unternehmen CAF. Nach einer ersten Auslieferung im Jahr 2015 soll der Bestand bis zum Jahr 2024 auf 25 Fahrzeuge anwachsen, damit auch GT8N-Züge in den Ruhestand geschickt werden können. Oder, um es mit den Worten von Markus Brüning, Direktor der CAF Deutschland GmbH zu sagen: Als wir den ersten Vertrag für die Lieferung von 12 Straßenbahnen mit der VAG vor 8 Jahren unterzeichnet haben, waren wir sehr glücklich, unsere lächelnde Straßenbahn in der grünen Stadt Freiburg platzieren zu dürfen. Doch dabei wird es nicht bleiben, denn die nächsten Ausbauplanungen liegen schon auf dem Tisch. Bereits im Jahr 2024 begonnen werden soll die Verlängerung der Stadtbahn von Littenweiler bis zum Kappler Knoten. Die Strecke soll bis 2026 fertiggestellt sein. Die hier gezeigte Schleife Littenweiler wird dann verschwinden. Auch im Westen der Stadt, am Rieselfeld, ist eine Verlängerung vorgesehen. Hier soll der neue Stadtteil Dietenbach entstehen und auch hier ist ein nachhaltiges Mobilitätskonzept nicht ohne Stadtbahn denkbar. Der Bau der Stadtbahn durchs Langmattenwäldchen soll im Jahr 2025 beginnen. Eine Eröffnung ist ab 2027 vorgesehen. Zur Stadtbahnmesse ist ein zweiter Bauabschnitt geplant, der die Innenstadtquerung über die Stadtbahnbrücke am Hauptbahnhof entlasten soll. Die Verbindung zwischen Fahnenbergplatz und Breisacher Straße soll den Hauptbahnhof auf der Nordseite erschließen. Bei einem Baubeginn im Jahr 2027 wäre eine Fertigstellung im Jahr 2029 denkbar. Zurück in die Gegenwart. Am Bertholdsbrunnen besteht ein Übergang zwischen den Linien 1, 2, 3 und 4. In den frühen Morgen- und späten Abendstunden gibt es hier ein Rendezvous der Wagen aller Linien. Am Stadttheater kreuzt zusätzlich die Linie 5 die Stammstrecke. Und nun? Gute Idee! Hoch auf den Freiburger Hausberg. Seit 1901 fährt die Straßenbahn bis nach Günterstal, das am Fuße des Schauinsland liegt. Obgleich Günterstal zum Freiburger Stadtgebiet gehört, hat die Strecke Überlandcharakter. Nach einer Fahrt durch das historische Stadttor wird die Endstation erreicht. Zur Talstation der Schauinslandbahn besteht eine Busverbindung. Die auch von der Freiburger Verkehrs AG betriebene Umlaufseilbahn ist die älteste und längste Deutschlands. Sie besteht seit 1930. Zwanzig Minuten dauert die Fahrt auf der 3,6 Kilometer langen Strecke, wobei ein Höhenunterschied von 746 Meter überwunden wird. Oh,
Der Gipfel liegt 1284 Meter über dem Meeresspiegel.